Brauchst du noch Zement? Ich habe noch 150 hier drinnen liegen. Essen drinnen liegen. Das hört sich gut an. Kann ich das rausschmeißen, oder? Warte, ich gebe mal den. Ist der Container für alle? Eigentlich schon, ne? Ja, ist unsere Basis. Ja. Was ist denn hier was? Ganz links ist der Frachtcontainer. Das in der Mitte hier, dieses knallrote Ding, was aussieht wie ein Reaktor hier oben, das ist der Konstruktor. Daneben. Nee, da steht andere von Fox. Also, warte mal. Tun. Wie war das denn? Treibstofftank, das geht alles. Konstruktor und Container kann ich Warte mal, nicht. ich greife mal den Konstruktor zu. Warum kann ich die. Ich lege dir mal hier das Warum kann Essen. ich bei dem Konstruktor da nichts einstellen? Das verstehe ich nicht. Warte mal gucken hier. Geräte. Konstruktor, wo ist er denn? Ich kann da nichts einstellen, dass du da auch drauf Zugriff hast. Also mit Fraktion oder so gibt's hier nicht. Das letzte vorhin bei den anderen Sachen geht's ja bei mir, ne? Treibstoff. Tank, Probier damit kommt noch er mal auch bei dem nicht. Konstruktor, bitte. Ne. Steht direkt da, kann kleiner Konstruktor nicht zugreifen, andere Fraktionen. Ist doch komisch. Vor allen Dingen, ich habe dir ja in der Gruppe habe ich dir extra Admin-Rechte gegeben. Also ich kann dich nicht noch mehr befördern. Ja, es muss ja vorhin auch irgendwie gehen, ne? Ja, ich bin auch gerade am Überlegen, wie wir das gemacht haben. Ach. Also ich habe schon extra über das Menü geguckt von der Basis, ne? Ob es da irgendwelche. Ja, ganz so kompliziert darf es ja eigentlich nicht Ach sein, ne? du, sag das nicht. Warte mal. So. Probier mal jetzt. Ist Gefunden. total einfach. Man muss mit P die Basis aufrufen und dann muss man bei der Basis die Fraktion einstellen. Das macht auch total viel Sinn, dass ich in der Fraktion bin, die Basis baue und nee. Ja, ist Und total die dann nicht einleuchtend, der oder? Fraktion gehört, sondern nur mir. Also. Yeah. Aber woher kommt das, Ja, wir wenn die beschweren uns Leute online förmlich, mit anderen, nein. also mit Fremden spielen, ne? Deswegen kommt das, weil keiner keinem vertraut. Das ist richtig. Ich vertraue dir ja auch nicht. Ja, mit gutem Recht. Ich würde das auch nicht tun. Glaub mir. Oh, meine. Beim nächstbesten Gelegenheit habe ich dir alles weggenommen und dich ausgesetzt. Wart mal ab, wenn wir ein Raumschiff haben. Ich weiß, wer auf einem Vor einsamen allem hier kleinen wirklich, ne? Asteroiden sitzt und anfängt zu weinen. Ich bin das nicht, du. Nicht mal auf so einem Eisplanet, weißt du, auf so ganz Ja, klitzekleinen so 10 Kilometer Asteroiden. entfernt hört Oh, man dann immer noch so ein schön. leises Wimmern, was durch den Äther hallt. Durchs All. Ganz allein. Ach, Ich freue schön. mich drauf. Da wäre jetzt richtig die Zeit, hier abzubrechen, oder? Die kleinen Dinger. Und das alles in den Konstruktor drin Ja reinzulegen. gut, ich lasse die immer noch laufen, dass der große Konstruktor nicht versaut wird mit dem Biotreibstoff herstellen. Na, den können wir ja trotzdem noch hier machen. Das ist ja kein Problem, aber die Du anderen meinst den Ressourcen. halt. Ja, die habe ich schon rausgenommen. Die habe ich oben in den großen Konstruktor schon gepackt. Hast du Knospen sowas auch mit drin? Nein. Ich muss hier kurz gucken. Ja, das müssen wir dann später irgendwann mal aussortieren, ne? Dass wir dann das dann in die Essenskiste packen. Da ist ja dann Essen und dieses Erste-Hilfe-Zeugs. Ja, wir können ja hier erstmal was Ja, auf jeden reinschmeißen. Fall. Besser ist das. Was ist, vielleicht sollte man eine Lampe herstellen oder sowas. Ist so dunkel.
Achso, du musst alles in den Frachtcontainer werfen. Oh, ich sehe es gerade. Da war gerade alles zugeschlossen und ich sage, was? Ja. So, das haben wir. So, da bastelt das. Und als nächstes brauchen wir wieder Essen. Mhm. Bäh. Sonne geht los. Yay! Toll. Gab es hier mal so eine Ecklampe? Ach, da ist sie. Ich mache mir Gedanken über das Überleben, ja. Über Essen. Du fragst noch eine Ecklampe. Ich muss ja hübsch sein, hallo? Ich will nicht nur überleben. Also wenn es hier so scheiße aussieht, dann sterbe ich lieber. Ja, so in der Richtung. Ne? Also ich hatte so einen gewissen Anspruch, ja. Also an das. Oh mein. Auf diesem Planeten kann ich so nicht leben. Ja, so in der Richtung. Welche Lichtfarbe hättest du denn gerne in der Basis? Hellorange. Hellorange, ja. Das kann ich nicht empfehlen. Mit grünen Fliesen. Oh, das ist schon so. Ich mach's dir nicht einfach. Ich habe es für nicht gut befunden. Also ganz ehrlich, diese Farben, die du hier auswählen kannst, ne? Aber wenn ich die ganze Zeit hier in dem Raum sitzen müsste mit so einer Farbe, ich würde irgendwann Amok laufen. Also das wir können es mal deine Abonnenten entscheiden lassen. Nee, die sind richtig schlimm, ja. Also die sind richtig schlimm. Wenn du die was fragst, ja. Also, nein. Hart und schmutzig. Ja, aber so richtig Sadisten, ja. Wunderbar. Da ist Bass, die dürfen. Hast du jetzt dieses Wrack eigentlich schon gelootet, was hier ist? Ich habe einige Wracks gelootet, aber das kann man ja nicht markieren oder sonst irgendwie. Jetzt hast du eins gefunden, ne? Ja, aber das kann das sein, was. Ich habe auch eins gefunden da hinten. Oh, da komme ich mal hin. Großes Wrack ist gut. Das hört sich gut an. Hm? Ist das Honig? Ist das Honig? Knospen. So? Achso, schade. Es gibt so eine Pflanze, das ist Honig. Und der ist super, super gut. Also allgemein ist ja Honig super, super gut, ne? Achso, also, ja. Ja, aber den habe ich ja noch nie gesehen. Ja, das ist. Naja, ich kenn's noch von der. Das ist dieser riesengroße Tentakel. Ein Damaged Hoover Bike habe ich gefunden. Ja, das sah so komisch aus, ne? Der ist fast komplett intakt hier. Und soweit bin ich noch gar nicht rangekommen. Du meinst, wir ziehen um? Nee. Ich komme zu dir, aber danach gucken wir uns mal dieses Hoover-Bike. Also ich habe hier einen Hoover-Tank gefunden, der leicht beschädigt ist. Ah, Mist, mir ist kalt. Ich muss nochmal zurück. Links von dir ist. Ist was zu essen? Ja, hab's gerade gesehen. Hoover hab ich gerade gesehen. Auf den Pflanzen hier drin. Ja, Hammer, ne? So, ich hätte jetzt gerne mal Licht. Reicht. Ich hasse das Motorrad. Ja, ne? Ich sage, ich benutze das super ungern. Ich mag das überhaupt nicht. Okay, hier ist eine Nährlösung drin. Ja, Kuch. Die Nährlösung ist gut, die brauchen wir für das Pflanzenfeld. Ja. Und Bier habe ich gefunden. Oh ja, reichlich. Keine Ahnung mehr, was ich mache. Ja, das Bier kannst du haben.
Aber das war's auch schon. Nur ein Frachtcontainer. Schade. Es waren auf jeden Fall etliche Kontinente. Ja. Sag mal, Space war doch Bremse, oder? Boah, puh, da fragst du mich, was ist. Hat das Ding überhaupt eine Bremse? Ich habe einfach immer nur hier S gedrückt, dann halt nach hinten. Das funktioniert nicht, ja. Na, das geht ja auch nicht. Da ist ja Absitzen immer noch das Beste. Ja, na gut, ein Rollzett bloß immer so weit, ne? Das ist halt kacke. Nee, das geht immer am kürzesten bei mir. Das ist ja wirklich instant. Da siehst du nur noch, wie die Räder durchtreten. Aber früher konnte man mal mit dem Motorrad überall hochfahren, ne? Ja, das war ganz am Anfang. Jetzt geht das auch nicht mehr. Juhu. Oh, ein schöner Sonnenuntergang. Überhaupt nicht kalt, minus 45 Grad, schattiges Dasein, yay. Okay, und wir frieren, wir müssen umdrehen. Nein, verdammt. Ach, dieser kleine, minimale Wenderadius ist wunderbärchenhaft. Jetzt hoffe ich, dass da hinten unser Zuhause ist. Wir haben das natürlich auch nicht markiert. Clever, wie wir waren. Oh nein! Oh, was ist denn das? Verdammte Scheiße! Das ist nun mal gar nicht gut. Das kommt, wenn man stehen bleibt. Ja. Eieieiei, wie mies ist das denn? Ah, toll. Und wir fallen auch noch in den einzigen Canyon, den es hier gibt. Stella, wir schaffen das. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Ja, ich habe gerade einen Yeti getroffen, der mich hinterhältigst angegriffen hat. Ich glaube, das war ein Paarungsritual oder sowas. Hast du noch hinter dir? Nee, aber ich sterbe jeden Moment. Ich werde es, glaube ich, nicht rechtzeitig zurückschaffen. Ich komme dir mal entgegen. Das sieht doch noch gut aus. Nee? Ja, die Lebensenergie war so gut wie aufgebaut. Aber es ist Gott sei Dank in der Nähe, da kann ich schnell hinhotten. Ja. Ach, Mann. Das sah lustig aus, wie du dann vor mir. Es hat sich auch ganz seltsam angehört. Wenn du schön gesprungen bist. Ja. Wenn du auf so ein Eichhörnchen trittst oder sowas. Woher weißt du, wie sich das anhört? Keine Ahnung, ich versuche mir das einfach nur vorzustellen. Habe ich. Ach, so siehst du hier. Apropos Eichhörnchen, also bei uns in der Ecke gibt's viele. Ich wohne ja hier mitten im also auf dem Berg, ne? Also hier so einer kleinen Stadt auf dem Berg. So. Und die Tage ein bisschen weiter weggefahren, so Richtung belgische Grenze. Und da war ein selbstgemachtes Schild am Ortseingangsschild festgemacht. Auf dem Bild war ein Eichhörnchen zu sehen. Und darunter stand, dass man bitte bremsen möchte für die Eichhörnchen. Ja, das habe ich mir dann auch so gedacht, so was zur Hölle, aber ich habe, also in, mehr oder weniger instant, ein paar Meter weiter, Eichhörnchen am Straßenrand sitzen sehen. Ich habe... Die haben das Schild wahrscheinlich, so nachts überfallen sie dann die Menschen, weißt du, so brechen da ein, klauen denen alles. Ich finde die Vorstellung voll genial, ich will meine eigene Eichhornarmee, ja. Habe ich schon früher mal gesagt, weißt du, so... Es gibt auch diesen Chemiebaukasten, ja, so für die Hobbychemiker, ne, so zum für Kinder oder sowas. Und ich möchte gerne meinen eigenen Klonbaukasten oder genetischen Manipulationsbaukasten haben. Werde ich mir so Eichhörnchen schnappen, werde die dann genetisch manipulieren und so zu Eichhörnern machen, so mit Fangzähnen, so etwas größer, sodass man auf ihnen reiten kann und damit werde ich dann die Weltherrschaft an mich reißen.
Ja, ich wollte gerade sagen, so von Eichhörnchen zu Eichhörnchen. Ja, das, ich finde die Vorstellung schön. Jetzt haben sehr viele Leute gerade vor Gesicht. Ja, definitiv, ey. Das ist mir auch noch kalt.